Herzlich willkommen. Heute möchten wir die Einführung in die Buchführung euch erläutern. Das ist Herr Reichelt. Herr Reichelt ist Inhaber eines Geschäfts für Bürobedarf und fragt sich, wie erfolgreich er eigentlich im letzten Geschäftsjahr war. Es gibt Unternehmen, die zur Erstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet sind. Als Grundlage zur Erstellung dient die Buchführung. Wie gelangt Herr Reichelt denn an die entsprechenden Daten? Zur Datengewinnung schließt Herr Reichelt jedes Jahr seinen Shop am 2. Januar, um seine Bestände zu zählen. Dies dient als Grundlage zur Erstellung seines Inventars. Die Inhalte des Inventars fließen in die Eröffnungsbilanz ein. Diese teilt sich in eine Aktiv- und eine Passivseite. Auf der Aktivseite befinden sich die Vermögenswerte und auf der Passivseite die Schulden. In der Bilanz sind die Bestandskonten ersichtlich. Wichtig, die Bilanz ist immer ausgeglichen wie bei einer Waage. Diese Bestandskonten sind bei Herrn Reichelt folgende. Aktivseite, das Gebäude, der Firmenwagen und die Geschäftsausstattung, kurz BGA. Diese ordnet man dem Anlagevermögen zu. Des Weiteren hat Herr Reichelt ein Bankguthaben und einen Kassenbestand. Diese ordnet man dem Umlaufvermögen zu. Auf der Passivseite der Bilanz hat Herr Reichelt Eigenkapital und Fremdkapital. Unter den Bilanzposten Fremdkapital sind die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zu finden. Wichtig, die Bilanz ist immer ausgeglichen. Im Laufe des Geschäftsjahres verändern sich die Bestände von Herrn Reichelt durch Geschäftsvorfälle. Was genau sind denn Geschäftsvorfälle? Ein Geschäftsfall bildet die Transaktion innerhalb eines Unternehmens ab. Eine Dokumentation der Geschäftsfälle erfolgt anhand von Belegen. Keine Buchung ohne Beleg. Bei Herrn Reichelt fallen über die Zeit viele Belege an. Beispiel: Herr Reichelt kauft einen neuen Schreibtischstuhl und zahlt diesen direkt mit Bargeld aus der Kasse. Herr Reichelt fragt sich nun, wie eine korrekte Dokumentation nach dem HGB sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang gilt: immer soll anhaben oder kurz Super Action Hero. Wie ermittelt Herr Reichelt denn nun eigentlich den Gewinn? In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Erfolgskonten abgeschlossen. Erfolgskonten sind Aufwands- und Ertragskonten. Bei Abschluss der G&V ergibt sich der Jahreserfolg. Dieser kann negativ oder optimalerweise positiv sein. Der Saldo der G&V fließt dann ins Eigenkapital ein. Wird über das Eigenkapital abgeschlossen, welches in die Schlussbilanz einfließt. Die Schlussbilanz setzt sich analog zur Eröffnungsbilanz aus einer Aktiv- und Passivseite zusammen und sammelt die veränderten Vermögens- und Schuldbestände zum Ende des Geschäftsjahres. Damit ist Herr Reichelt zufrieden.